Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Rising 2. Ich war mich eben gerade ganz schnell umziehen, habe hier mein Shaun of the Dead Outfit an und wir müssen jetzt weitermachen, denn wir müssen Zombrex finden für mein kleines Mädchen Katie. Wichtiger Anruf. Right here. Okay, wir wissen Bescheid. Bin ja mittlerweile Profi hier. So, hier drüben sehen wir die erste Erneuerung, nämlich die sogenannte Werkbank. Und hier können wir Dinge zusammenbauen, wie zum Beispiel hier drüben direkt, nehmen wir mal den Baseballschläger. Und jetzt brauchen wir noch Nägel. Nägel sind immer gut und... Oh yes, Baby. Damit würde auch Shaun arbeiten. So, soweit ich weiß, können wir hier vorne noch einen Sledgehammer mitnehmen. Yep, der hier. Und ich habe mir hier schon mal, Moment, weg mit dem Karton. Ich habe mir hier schon mal so eine Feuerwehraxt geholt. Und damit können wir auch eine sehr coole Hammer-Axt-Variante bauen. So, und hier drüben den Hammer nehmen. Tja, und direkt bin ich hier der absolute Killer. Okay, ich bin bereit. Wir haben den guten Chat dabei. Und so beginnt es. Jede Menge Zombies. Oh Mann, ich liebe es. 5 Jahre später habe ich einiges gelernt. Wir können hier nämlich die ganzen Moves. Wir sind schon wieder Level 50. Denn nur so macht es Laune, Zombies zu vernichten. Und nur so kann man hier wirklich einen 100% Run machen. Denn hier werden wir definitiv einen 100% Run machen. Denn ich kenne das Spiel in- und auswendig. Ich habe es wirklich x-mal durchgespielt. Mit Freunden, alleine. Ich habe alle Achievements. Ich habe damals einen Leitfaden dazu geschrieben, wie man alles findet. Und ich bin wirklich ein absoluter Experte. So, hier drüben gibt es Kaffeesahne. Sollte man immer mitnehmen, ein sehr angenehmes Getränk. Alles klar, nehmen wir den Baseballschläger. Wie man sieht, wir haben auch ziemlich viel Geld. Ich bin sehr vermögend. Es gibt einen sehr coolen Trick, wie man hier Geld ohne Ende holen kann. Keine Sorge, da kommen wir noch hin. Lady, bam! Allein der Sound. Klatsch, voll in die Fresse. Ich liebe es. Durch und durch. So, die Drogen für meine kleine Tochter, die drogensüchtig ist, die bekommen wir hier. Doch da wollen wir nicht hin. Wir wollen erstmal hier drüben hin. Ach ja, das Casino. Wir sind ja hier im Grunde in Las Vegas, so könnte man das sagen. Wir haben gehört, dass Las Vegas zerstört wurde von den Zombies, überrannt. Und jetzt sind wir hier halt in dem Fortune City. Aber es ist im Grunde genau dasselbe wie Las Vegas. Und hier drüben ist der riesige Spielautomat und hier kann man Geld ohne Ende verdienen. Man muss sich immer so eine halbe Stunde hinsetzen und immer wieder hier drücken. Und schon geht's los. Mit ein bisschen Glück kann man hier direkt, glaube ich, 1 Million kriegen. 1 Million sind 3 Diamanten. Also man sieht es schon, 10.000 bekommen. Das geht eigentlich relativ zügig. Aber Geld haben wir mehr als genug, deswegen gehen wir hier weiter. Ich mag mein Hemd. Ich finde, ich sehe sehr elegant aus. Boah, fette Frauen. Die sind ja auch wieder hier. Dicke Weiber wegklatschen. Eigentlich gar nicht mein Ding. Oh nein, meine Nudel. Selbst hier wollen sie mir an die Nudel gehen. Wieso immer der Schwanzbiss? Schon wieder, aber nur die Frauen. Die Männer machen sowas nicht. Die haben noch so ein bisschen Anstand. So, wir brauchen Steaks. Na komm, wir nehmen hier noch so eine Kaffeesahne mit. Denn wie man sieht, die heilt ziemlich gut. Steaks finden wir, soweit ich weiß, auf jeden Fall in dem Steak-Restaurant. Aber es könnte sein, dass wir auch hier was finden. Na gut, hier gehen wir leer aus. Ah, hier drüben ist noch so ein Restaurant. Gehen wir mal hier hin. Hier könnte es Steaks geben. In der Ritterbude hier. Ich habe Fritten gefunden. Aber keine Steaks. Ein Burger.
Alles klar. Steaks, Steaks, Steaks. Moment, wir haben eine Karte. Und zwar, wir wollen hierhin. Wo war denn nochmal das Steakhouse? Ich bin hier. Da war das Casino. Da wollen wir hin. Und das Steakhouse war wahrscheinlich... Lass mich nicht lügen. Aber wahrscheinlich irgendwo hier unten. Na gut. Na gut. Noch ein bisschen haben wir hier Glück, die Möglichkeit, Steaks zu finden. Da drüben ist noch so ein ganz großes Restaurant. Aber hier findet man nur Pizza und Pasta. Ein Hummer. Den kann ich mir komplett reinziehen. It's magic. Ah, warte mal, hier könnte man Steaks finden. Das sieht irgendwie so nach... Mist, ist zu. Das sah so ein bisschen nach Kühlraum eben aus. Ein Steak, ich habe eins gefunden. Eins von... Ich brauche vier. Ihr werdet sehen, wieso. Ihr werdet sehen, wieso ich jetzt hier gerade so auf Fleisch aus bin. Ah, hier drüben das Steakhouse. Natürlich, da werde ich was finden. Kuhfleckenmuster. Also hier muss es ja Steaks geben. Barbecue. Es müssen Steaks sein. Ein halbes Hähnchen. Ach, kommt schon, Leute. Ich bin in einem Steakhouse. Yes, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hier drüben das letzte. Ich bin bereit. Ready. Denn jetzt machen wir eine Großwildjagd. Insider wissen Bescheid. Ach ja, die Poster hier, die sollte man sich immer anschauen, wenn man noch nicht alle Rezepte oder Bauvarianten für die Kombowaffen kennt. Denn dadurch kann man die zusammenbauen, indem man sich eben Plakate reinzieht oder einfach Dinge ausprobiert. Funktioniert beides. Fette Frau. Look what I found you, pretty girl. Fresh meat. Whoa. Look. There's plenty of zombies around for her to eat. No! No, not zombies! That meat is rotten! It's like all her food now! It went bad! She needs meat. Fresh meat! Okay, okay. Not zombies. But I can help. I can get her some food, some steak. No! People not been very good to me. Not like Snowflake. Snowflake, my friend. Listen, let's talk this over. What's your name? Theodore, but everyone call me Ted. That's good. You don't have to do this, Ted. We just need to slow down and talk this over, right? Nice and slow, Ted. No! Ted, not slow! They all said that! Ted, not slow! Stop saying that! See, people not nice! Snowflake, go and eat your fresh meat. Nice and slow. Holy shit, schon wieder so ein Freak. Alles klar, Teddy Boy. Wow, was war das? Der kann ja treten. Aber ich habe einen Knüppel mit Nägeln. Was willst du tun, Kumpel? Was willst du tun?
feels so good. Snowflake! Kitty! Come, Kitty! You still hungry, girl? Take me, Snowflake. Ted feed you. Ted take care of you. Fresh meat. Just for you, Kitty. 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 Time for supper. Was für ein Idiot. Aber jetzt haben wir hier noch Snowflake. Und ich habe ja gesagt, wir brauchen Steaks. Denn wie kann man eine riesige Katze besänftigen? Natürlich mit Steaks. Und die legen wir hier hin. Ist es, Baby? Ist es? Guck mal hier drüben. Lecker, lecker Steak. Wo ist der Tiger hin? Snowflake? Boah, hier drüben. Snowflake, nein, 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 nein. Doch nicht mich. Da drüben liegt ein Steak. Alles klar, ich habe eine Idee. Und zwar, wir legen es hier nochmal hin. Hol dir das Steak, hol dir das Steak. Hol dir doch das dämliche Steak. Tja, ein Tigerfang ist ein bisschen schwierig. Alles klar, Plan B. Steak nehmen. Und werfen. Guck mal hier drüben. Lecker, lecker Steak. Jetzt frisst das dämliche Steak. Er will nicht. Oder doch? Moment, er wird ruhig. Nein, er will lieber mich. Kann ich verstehen. Ich meine, so ein kaltes Steak oder mich, ich würde auch hier Chuck nehmen. Aber wir müssen sie fangen. Wir müssen unbedingt. Guck mal hier, Steak. Es funktioniert. Na also, eins. Insgesamt brauchen wir vier. Kann also noch ein Weilchen dauern. Na von wegen, sie mag keine Zombies. Lecker, lecker Steak hier drüben. Wo ist mein Tiger und wo ist mein Steak? Hat jemand mein Steak gesehen? Ich glaube, es liegt da hinten. Alles klar. Viermal fressen. Und dann haben wir einen Tiger. Einen gottverdammten Tiger. Was wollen die Zombies gegen den Tiger machen? Soweit ich weiß, sind ja auch Tiere immun gegen den Virus. Sie will kein Steak. Mittlerweile viel zu verwöhnt. Will unbedingt Menschenfleisch. Alles klar, hier drüben sind jede Menge Steaks. Eins von denen muss sie nehmen. Ah, ja, ja, ja. Yes! Okay, Zombies, ich habe meinen eigenen Tiger. Wer ist der King? Ich bin der King. Na, hier drüben liegt noch ein Steak. Aber sie hat wohl doch vier gefressen. Das eine war irgendwie weg. Und ich kann sogar mit dem Tiger reden. Denn wir sind so eine coole Sau. Wir können die Sprache der Tiger. Und soweit ich weiß, können wir sogar noch irgendjemanden hier retten. Lenny!
Na, guck mal hier drüben. Ein bisschen was zu trinken. Lenny, der Tiger ist jetzt auf meiner Seite. Wo will er denn hin? Lenny, 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 ganz ruhig. Wir müssen ihn fangen. Wir müssen mit ihm reden. Der Mann ist verwirrt. Er weiß nicht, was er tut. Er denkt wohl, da hinten gibt es irgendwo Hoffnung. Komm mit Snowflake. Ja, der rennt da drüben hin. Aber wen genau sucht er hier? Ah, er will hier hin. Okay, Moment, er will reich werden? Warte mal, hier drüben. Alles klar, wir haben Lenny. Den nächsten Vollidioten. Eine Waffe für ihn wäre ganz gut, aber soweit ich weiß, können wir Combo-Waffen Lenny gar nicht geben. Oder Lenny? Baseballschläger? Was meinst du? Nee, geht nicht. Alles klar, Lenny. Pack deine Koffer. Nimm den hier. Snowflake. Du bist meine Nummer 1. Gut, nachdem wir jetzt einen Tiger haben und Lenny, schauen wir mal, dass wir jetzt endlich die Drogen für meine minderjährige Tochter holen. Und hier muss ich sagen, die Menschen haben was in der Birne. Also die kommen mit, wenn man sagt, los Leute, hier drüben hin und so. Funktioniert ganz gut. Alles klar, Lenny, sehr gut. Der kommt mit, der denkt mit. Lenny ist mein Mann. Jetzt noch eine Knarre in die Hand drücken und wir haben hier einen Killer. For some Zombrex. Well, you're definitely gonna need some painkillers when I'm done with you. Well, talking to you is giving me a headache. Oh, yeah? What say you give me some money, and I'll go get some for you. Yeah, give us some money, Grandpa. We'll help you out. How about it, Grandpa? You got any money? Ich hab einen Tiger, Jungs. Keine Chance gegen mich. Und wenn die wüssten, dass wir 2,2 Millionen dabei haben, in meinem Geldbeutel. So, ziemlich schnell erledigt, die Jungs. Aber die werden wir noch öfters sehen, denn hier gibt es keine Regenmantelsekte, sondern eben diese Räuber. Alles klar. Die hätten wir dabei. Und hier drüben bekommen wir einen O-Saft. Ist ja der Wahnsinn. Und Zombrex. Zombrex braucht unsere Tochter alle 24 Stunden. Es ist nicht dasselbe wie damals das Hormon bei Frank und Isabella. Ja, 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 Moment. How's Katie doing? Okay, wir müssen uns beeilen. Da war wieder der Zombie mit den dicken Titten. Sehr cooler Move. Ein bisschen Geld mitnehmen. $300 einfach so gefunden.
Kommt schon, Leute, kommt schon. Na, die Frau wieder. Die muss natürlich hier wieder Zicken machen. Lass mich mal hier durch, Lenny. Wir müssen den Nies retten. Und schon habe ich einen Prügel weniger. Leute, können wir gehen? Wir brauchen irgendeine Waffe für sie. Andererseits, wir sind so gut wie hier. Man sieht es ja schon, die Mission blinkt rot. Bedeutet, wenn wir uns nicht beeilen, dann wird mein kleines Mädchen zum Zombie. Und das wollen wir natürlich nicht. Zumindest ich nicht. Ihr da draußen wollt es bestimmt. Ich kenne euch doch. Boah! So, damit hätten wir die ersten Menschen gerettet. 3 Jahre alt. Where on earth did you find them? Never mind. I don't want to know. There's still people alive out there. We can't afford to have any infected in here. Und das Coole an der Sache ist, der Tiger, den finden wir gleich hier. Es war ein Geschenk für mein kleines Mädchen. Ja, hier drüben. Daddy hat ja einen Tiger mitgebracht. Hey, honey. I told you I'd get some Zombrex. Wasn't so bad, Dad. You sure are Daddy's girl. Look, Dad, I got a new power in Mega Man. I've been told that we have received a broadcast from our field reporter, Rebecca Chang, who is inside Fortune City. It is clear that the outbreak started in the Fortune City arena during last night's Terror is Reality show. Information received from a behind-the-scenes source reveals that this outbreak was not an accident, but rather an act of terrorism. This shocking footage was obtained from a source inside the Fortune City Arena, the site of the Terror's reality game show. It may be upsetting to some viewers. Initial reports suggest that the man in the video is former motocross champion Chuck Green. What? Green, a member of the zombie rights protest group Cure, was a contestant in tonight's pay-per-view game show. Acquaintances describe Green as a known drifter who is still angry over his wife's death in the Vegas outbreak. This is Rebecca Chang, reporting live from the Fortune City Hotel in the heart of Fortune City. What? That's complete bullshit! That was not me. Did you have something to do with this? No way, not in your life. My daughter and I barely get out of that arena alive. What possible reason would I have to do something like that? Why are they saying you're part of Cure? I went to one meeting, once. After I lost my wife. Look, I don't know what the hell is going on here, but I'm being set up. I think I know why. It's not the first time members of Cure have been falsely accused of being involved with an outbreak. We were in town protesting that awful show you were on. Do you believe me? I don't know what to believe. But you sure don't seem like a terrorist. And I know we weren't involved. Look, we have 3 days before the military rolls in. That's how much time I have to prove I'm innocent. The reporter, the one at the hotel. The tape she had, it's a complete fake. She said she had a source. Whoever that is must know more. I need to find out where she got it. She said she was in the hotel. I'll keep an eye on your daughter. I won't say anything to her. I don't want her to worry.